Hallo zusammen und willkommen zu meiner Rezension zum ersten Band der Rat der neuen Dilogie von Veronica Roth. Ich erzähle euch bestimmt nichts Neues, wenn ich euch sage, dass Veronica Roth die Autorin der Die Bestimmung Trilogie ist, welche ja verfilmt wurde und ziemlich gut ankam. Und Rat der Neuen ist nun ihre neue und sehr, sehr umstrittene Science-Fiction-Dilogie. Wobei ich sagen muss, ich wundere mich, dass Band 2 noch nicht erschienen bzw. noch nicht angekündigt ist. Also eventuell war dieses Umstritten doch heftiger als erwartet. Aber warum und wie ich dazu stehe, das erfahrt ihr ja nun. Alleine den Inhalt zu beschreiben, damit man sich ein grobes Bild über die Geschichte machen kann, ist gar nicht mal so leicht. Aber ich versuche es jetzt einfach mal. Wir haben ein Sonnensystem mit verschiedenen Planeten, darauf leben verschiedene Völker, die verschiedene Lebensweisen haben. Beherrscht und kontrolliert wird dieses Sonnensystem vom Hohen Rat. Der befindet sich auf einer Raumstation, also nicht auf einem Planeten. Und dann gibt es noch die neuen Planeten, bzw. die Staaten, Planeten, die anerkannt wurden, dass sie soweit politisch wichtig sind und für Handelsbeziehungen, dass sie in den Rat der Neuen aufgenommen wurden. Es gibt aber auch Völker, die da nicht mit reinkommen und dazu komme ich auch gleich, denn das ist so das Kritische an diesem Buch. Wir befinden uns auf jeden Fall auf dem Planeten Thuwe oder Thuf, ich weiß nicht, wie man ihn aussprechen soll, ich schreibe euch mal hier hin, wie es da steht, aber da es wahrscheinlich amerikanisch ausgesprochen wird. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, dieser Planet ist ziemlich zweigeteilt. Es gibt nämlich einerseits ein sehr friedliebendes Volk im Norden. Ich weiß jetzt nicht, ob das der Norden ist. Auf jeden Fall auf der eisigen Halbkugel, nenne ich es mal. Denn dieser Planet ist auf einer Seite ein kompletter Eisplanet. Also von Schneestürmen und Eisblumen beherrscht. Und ich stelle mir dieses Volk immer so ein bisschen Eskimo-mäßig vor. Aber sie haben auch gleichzeitig fliegende Autos und diverse andere Dinge. Also ihre Lebensarten sind sehr gut eigentlich beschrieben gewesen. Auf jeden Fall, sie sind sehr entspannt, friedliebend und mögen Kämpfe nicht. Und dann ungefähr auf Hälfte des Planeten gibt es ein Blumenmeer quasi, das die zwei Hälften voneinander trennt. Und auf der anderen Hälfte des Planeten leben die kriegerischen und wilden Schotet. Und das ist quasi ein Wüstenplanet, beziehungsweise die Hälfte des Planeten ist irgendwie Wüste. Und die leben in ärmlichen Verhältnissen, haben eine komplett andere Lebensweise, sind generell komplett anders, sehen auch anders aus. Und die beiden sind verfeindet. Da nämlich die auf der Eisseite des Planeten, ich weiß gerade nicht mehr, wie sie heißen, tut mir leid, die sind nämlich als Herrscher des Planeten anerkannt worden und sind auch im Rat der Neuen. Und die Schote, die wurden komplett ausgegrenzt, weil sie sind eine dumme Wilde. Dann ist es wahrscheinlich noch ganz wichtig zu sagen, dass es Orakel gibt. Und zwar hat jeder Planet drei Orakel. Und zwar ein aufsteigendes, also sprich ein lernendes, ein aktives und ein altes, ich weiß nicht mehr, wie genau das heißt, auf jeden Fall ein sterbendes. Und dann gibt es noch Schicksale, denn es gibt ein paar gesegnete Familien, deren Mitglieder ein Schicksal haben. Das heißt, dass die Orakel, beziehungsweise das aktuelle Orakel, bekommt dann eine Vision, weiß, wer von diesem Volk ein Schicksal hat und welches Schicksal das ist. Jedoch erfahren sie entweder gar nicht oder erst sehr spät von ihrem Schicksal, damit es das Leben nicht zu sehr beeinflusst. Es ist aber unumgänglich, dass sich dieses Schicksal erfüllt. Und dann kommen auch unsere Protagonisten ins Spiel. Und zwar haben wir einerseits Arkos von dem Eisvolk. Das ist der Sohn des Orakels und dessen Bestimmung wird relativ schnell klar. Und zwar, dass er quasi der Herrscherfamilie des Feindes auf der Wüstenseite zum Opfer fällt, beziehungsweise dass er sich für sie aufopfern wird. Also quasi gilt er dann als Verräter. So, und da kann er sich ja überhaupt nicht mit identifizieren und das ist ja totaler Humbug. Wie kann das sein? Wie soll das passieren? Vor allem, er ist noch ein kleines Kind, als das Ganze startet. Und auf der anderen Seite haben wir dann Kira, das ist die Prinzessin, also sprich die Schwester vom tyrannischen Herrscher Rützek von der Wüstenseite, also von den Schotet. Und die hat ein Schicksal, dass sie
Ja, quasi, wie wurde es hinten drauf gesagt? Sie wird die Grenze überqueren. Also ein sehr mysteriöses Schicksal und keiner weiß so genau, was das sein soll. Und dann haben wir natürlich noch Rützek, weil dieser tyrannische Herrscher, der sieht es gar nicht ein, dass sein Volk, der Schotet, nicht in den Rat der Neuen aufgenommen wird und will den Planeten erobern und endlich als vollständiges Mitglied des Rates angesehen werden. Und dafür schreckt er von nichts zurück. Wie diese Schicksale nun zusammenhängen, verrate ich natürlich nicht. Aber ich sag noch so viel, denn das ist noch ganz wichtig. Die Schicksalsgesegneten haben oft auch Gaben. Und wir begleiten Kira praktisch bei ihrer Gabe, denn ihre Gabe ist mehr oder weniger auch ein Fluch. Denn sie wird beherrscht von Schmerzen. Es gibt sowas wie rauchige, sich bewegende Male auf ihrer Haut, beziehungsweise unter ihrer Haut, die bewegen sich auch. Und die fügen ihr selbst Höllenqualen zu. Und gleichzeitig kann sie aber jemand anderen bei der Berührung ebenfalls Höllenqualen zusetzen, beziehungsweise jemanden töten mit ihrer Berührung. Dementsprechend wird sie auch von ihrem Bruder, also dem Herrscher von Schotet, als Waffe missbraucht und versucht da, sich irgendwie zu befreien und ihr eigenes Schicksal in die Hand zu nehmen. Kommen wir erstmal zum spannenden Skandal um dieses Buch, weswegen es so zerrissen und gehasst wurde. Und zwar gibt es Vorwürfe gegenüber Veronica Roth, dass dieses Buch komplett rassistisch ist. Was sage ich dazu? Ich sage dazu, welches Buch ist das nicht? Welche Realität ist das nicht? Und ganz ehrlich, das finde ich wirklich, wie das hier angedeutet und beschrieben und ausgearbeitet wurde, das ist mit das Einzige, was ich in diesem Buch gut fand. Denn es ist ja so, wenn man mal in die Geschichtsbücher guckt oder in die Realität, in die aktuelle, sehen wir ja, dass überall Rassismus herrscht, warum auch immer. Dass Krieg herrscht, dass Vorurteile herrschen und genauso ist es hier eben auch. Es gibt halt diese verfeindeten Völker, die gegensätzlich ja nicht sein könnten. Und dementsprechend haben sie natürlich auch, ohne sich begegnet zu sein, aufgrund der Geschichten und der Erzählungen, enorme Vorurteile. Und sie hassen sich einfach aus Prinzip, wo wir beim Rassismus wären. Und dieses Buch behandelt eigentlich, wie zwei sich davon kennenlernen und sich ihre Rituale und ihre Lebensweise gegenseitig erklären, sich kennenlernen und feststellen, dass diese Vorurteile gar nicht wahr sind, dass viel um Gerüchte herumgesponnen wurde, dass es auch was Gutes am anderen Volk gibt und da baut sich halt eine Freundschaft und mehr auf und ich finde es einfach so schön, wie diese Kulturen beschrieben wurden und diese Vorurteile auch einfach vernichtet wurden und dass sie dafür kämpfen, dass sie einander gut finden dürfen, sage ich mal. Also eigentlich ist dieses Buch nicht rassistisch, also zumindest gegen Ende nicht, denn dieses Buch beinhaltet eigentlich, wieso Rassismus schlecht ist und wie diese Vorurteile eben beseitigt werden, sage ich mal. Und aufgehoben werden. Und ich fand das so gut und ich kann diesen Skandal überhaupt nicht verstehen. Ich schätze mal, dass die meisten irgendwie nach dem ersten, zweiten Teil oder nach der Hälfte des Buches abgebrochen haben und einfach die Moral der Geschichte komplett verpasst haben. Anders kann ich es mir wirklich nicht erklären. Was ich auch noch gut fand, waren wie gesagt die Charaktere, weil die sehr vielschichtig und aufgeschlossen sind, dass sie dazulernen und sich entwickeln und ich fand, wie gesagt, auch die Rituale und generell, wie diese zwei Völker beschrieben und ausgearbeitet wurden und wie ihre Ansichten sind, fand ich auch sehr interessant. Und es gibt so ein Erneuerungsritual, das fand ich besonders gut. Ich erzähle euch aber nicht, was das ist, das könnt ihr selber erfahren. Und genau, das hat mir eigentlich so am meisten an diesem ganzen Buch gefallen. Wieso Rat der Neuen Band 1 aber dennoch von mir nur 3 Sterne bekommt, hat mehrere Gründe. Der erste wäre, dass ich recht schwer in das Buch reinkam. Also wir beginnen auf der Eisseite und lernen so viele Charaktere mit so komplizierten Namen kennen. Dann wird gleich mit sämtlichen Riten und mit Gegenstandsnamen und mit Ritualen oder was auch immer, mit allem einfach um sich geschmissen und alles auf einmal erklärt. Das war so eine riesige Flut an Informationen und schwierigen Namen. Ich war einfach komplett überfordert. Ich habe nach den ersten 2 Kapiteln erstmal das Buch wieder weglegen müssen und das erstmal sacken lassen, weil es einfach viel zu viel war.
Aber gleichzeitig, obwohl so viel erklärt wurde, fand ich, wurde einfach viel zu wenig auf das Sonnensystem eingegangen. Da wurde fast nichts erklärt, es wurden ein paar Planeten genannt. Das war es dann aber auch schon und im Laufe des Buches hat sich das auch nicht gebessert. Wir sind zwar auch ins Sonnensystem aufgebrochen, aber selbst da haben wir quasi nur einen Bruchteil von einem Volk mitbekommen und das war's. Und ich finde, da ist das Worldbuilding einfach komplett daneben gegangen. Man hätte da so viel mehr noch erzählen können, anstatt sich in den Details von einem Volk zu verlieren. Und das fand ich halt sehr, sehr traurig, weil ich hätte gern mehr von der Welt gewusst. Und genauso fand ich es ein bisschen schade, dass dieser Planet zwar an manchen Gebäuden total perfekt beschrieben wurde. Also, ich weiß nicht, diese Kathedrale oder was das war, die wurde bis auf das Funkeln des Fensters beschrieben. Aber der Rest des Planeten konnte ich mir nicht vorstellen. Wie kann es sein, dass auf einer Seite des Planeten komplett alles vereist ist und keine Ahnung, minus 30 Grad herrschen und auf der anderen Seite des Planeten ist einfach nur noch Wüste und plus 40 Grad oder so und dazwischen ist einfach nur ein Blumenmeer. Ich weiß nicht, wie groß dieser Planet ist. Ich weiß nicht, wie man einfach durch dieses Blumenmeer laufen kann und ist mal auf der anderen Seite. Ich verstehe nicht, wie das sein kann, diese enormen, Temperaturunterschiede und Wetterunterschiede, darauf wurde einfach überhaupt nicht eingegangen. Ich konnte mir das nicht vorstellen. Also sämtliche Größen und Erklärungen und Physik ging komplett daneben. Und dieser Punkt, dass Details super gut erklärt wurden, aber das große, ganze Wichtige eben nicht, hat sich durch das ganze Buch gezogen. Und ich muss sagen, dieses Buch hat 600 Seiten und es hätte locker um 200 gekürzt werden können. Denn zum Beispiel der Anfang. Wir haben zwar Rückblicke in Kiras und Rützeks Vergangenheit, die wirklich dramatisch und mitreißend und schockierend sind. Die fand ich auch sehr gut geschrieben. Aber alles, was so in der Gegenwart passiert, das war einfach langweilig und total langatmig. Und das hätte alles gekürzt werden können. Und das zieht sich dann halt leider auch weiter fort. Denn zum Beispiel, habe ich gesagt, wir machen auch einen Ausflug ins Sonnensystem. Aber dieser Ausflug, ich muss sagen, die wichtigen Gespräche, die wichtigen Details, die sind dann zu kurz gekommen. Und alles Unwichtige, Langweilige wurde so lange beschrieben, dass ich wirklich teilweise blättern wollte. Also ich habe es nicht gemacht, um nichts zu verpassen, aber ich habe auch nichts verpasst. Also ich verstehe nicht, wie man seine Prioritäten des Schreibens so falsch setzen kann. Warum sind die wichtigen Gespräche unwichtig und die total unwichtigen Dinge, sag ich mal, so wichtig und so lange beschrieben. Das konnte ich nicht nachvollziehen. Und jetzt kommen wir, glaube ich, mal zur härtesten Kritik. Und zwar fand ich dieses Buch und seine ganzen Geschehnisse so vorhersehbar. Und das ist wirklich traurig, weil wenn das Buch eh schon zäh ist und dann weiß man auch noch, was in 150 Seiten passieren wird, weil es einfach viel zu offensichtlich ist und viel zu offensichtlich angedeutet wird, dann macht es das Ganze nicht spannender, muss ich sagen. Und zwar zum Beispiel diese Liebesgeschichte zwischen Arcus und Kyra, die steht zwar hinten schon drauf, dass sie sich wahrscheinlich näher kommen werden. Das ist ja schon schlimm genug, dass es draufsteht. Aber es gibt so offensichtliche Andeutungen, die einem wirklich ins Gesicht springen. Aber sie sollen trotzdem nur ganz sanft sein, dass man es auch gar nicht erwartet, obwohl man es die ganze Zeit erwartet. Und jedes Mal, wenn sie sich näher kommen könnten und endlich mal Action reinkommen könnte in Form von irgendwie romantischen, erotischen Szenen, passiert einfach nichts. Es wird einfach übergangen. Alles, wo irgendwie hätte Spannung aufkommen können, wird einfach weggelassen. Dieses Buch hat mich teilweise wirklich aufgeregt an diesen Stellen, denn ich konnte es nicht nachvollziehen. Wirklich nicht. Es wurde die ganze Zeit so offensichtlich angedeutet und dann passiert nichts. Und auch die spannendsten Stellen dieses Buches, die waren einfach so klar von vornherein. Es war so klar, wie es ausgeht, was passiert, was sie versuchen werden, dass ich einfach halt weiter nur weitergelesen habe. Aber es hat mich nicht wirklich interessiert, weil ich es eh schon wusste und dann kam es auch so. Das fand ich wirklich traurig. So, und dann gab es noch zwei Punkte, die ich wirklich, wirklich gar nicht nachvollziehen konnte. Und zwar geht es ja hauptsächlich darum, wie Kira sich gegen ihren Bruder wehrt, ihre Gabe für sich zu nutzen lernt und sich befreien möchte. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wenn sie innerhalb von einer Sekunde mit ihrer Berührung töten kann, wieso ist sie in dieser Lage? Wieso unternimmt sie vorher nichts? Sie ist, keine Ahnung, schon 18 Jahre alt oder so, oder 16, ich weiß es nicht mehr. Wieso braucht sie so lange, um sich aufzuraffen und etwas zu tun?
Warum? Ich verstehe es nicht. Diese ganze Problematik dieses Buches hätte einfach von Anfang an gelöst werden können. Es hätte überhaupt nicht dazu kommen müssen. Und dann gab es noch was über Rizek, und zwar gibt es auch so eine Liebesgeschichte so am Rande, und ich kann einfach nicht nachvollziehen, warum diese Personen sich anziehend finden. Es war wichtig für die Handlung, es war so konstruiert, es war einfach nicht nachvollziehbar. Und es hat mich so aufgeregt. Es war wieder genau dieses in die Länge ziehen und konstruierte und vorhersehbare, und man weiß genau, warum das jetzt so gemacht wurde, obwohl es keinen Sinn macht, damit genau das und das und das passiert, und genau das passiert dann auch. So, genug aufgeregt. Ich denke, ich habe jetzt alles gesagt, was ich sagen wollte und musste. Und je mehr ich mich jetzt gerade in Rage geredet habe, desto weniger kann ich nachvollziehen, warum dieses Buch von mir 3 Monde bekommen hat. Wieso? Sagen wir mal, es sind 2,5 Monde. Also es war ganz unterhaltsam geschrieben, aber ich musste mich quälen. Ich finde die Moral der Geschichte gut, ich finde die Charaktere gut und ich finde so die grobe Idee richtig gut. Ich denke, das überwiegt, dass es einfach zu konstruiert und zu vorhersehbar war. Nehmen wir mal die 3 Monde für die Moral und für die Charaktere und für die Idee an sich. Vielleicht ist das vertretbar. Sagen wir mal einfach wirklich 2,5, aufgerundet auf 3, damit ihr ungefähr wisst, was euch hier erwartet. Also ich habe was ganz anderes erwartet. Auch vom Cover her, ich dachte irgendwie, das wäre viel blutiger und so. Das Cover macht auch sehr, sehr Sinn. Denn es gibt so ein gewisses Ritual, mit dem das zusammenhängt. Dieses Ritual fand ich wieder gut. Wie gesagt, die Rituale haben mir sehr gefallen. Deswegen, ja, es war definitiv was anderes, als ich erwartet hatte. Aber es war jetzt nicht total schlecht. Es war aber auch nicht sehr gut. Ja, ich werde den 2. Teil auf jeden Fall noch lesen, wenn er denn irgendwann mal erscheint. Also auf Englisch ist er schon draußen. Aber in den Vorschauen von CBT habe ich den 2. Band nicht entdeckt. Und das, obwohl sie so gut wie gleichzeitig rauskam, also Band 1. Und ich verstehe nicht, wie etwas so angekündigt werden kann und dann irgendwie kommt der 2. Teil nicht. Der 2. von 2. Also ich hoffe wirklich, der kommt noch, weil ich hätte gerne einen Abschluss. Ich kann es dennoch bedingt empfehlen, und zwar an alle, die mit Science Fiction erstmal anfangen möchten, die gerne neue Völker und Welten kennenlernen möchten. Wie gesagt, die Welten sind teilweise wirklich bis ins Detail beschrieben, aber das große Ganze halt nicht. Und die neue Völker kennenlernen wollen, die diesen moralischen Aspekt gegen Vorurteile und gegen Rassismus gut finden und den miterleben möchten und die wissen möchten, welche Gaben dahinter stecken und sich für Orakel interessieren. Ja, ich denke, so lässt sich es ganz gut beschreiben. Und ja, diese Personen werden definitiv Spaß mit diesem Buch haben. Aber alle, die mehr erwartet haben, die werden wahrscheinlich eher enttäuscht, genauso wie ich. Ja, also es ist definitiv ein lesbares Buch, aber es ist definitiv kein Bestseller, würde ich mal sagen. Mal gucken, was Veronica Roth noch so von sich gibt. So, das war meine Rezension dazu, und es würde mich gerade bei diesem umstrittenen Buch so unfassbar interessieren, was ihr dazu sagt. Also, wenn ihr das Buch gelesen habt, schreibt mir bitte in die Kommentare, wie ihr es fandet und vor allem, wieso ihr diese Meinung vertretet. Denn ich denke, es wird noch sehr, sehr viele Leute geben, die nicht wissen, ob sie dieses Buch jetzt lesen wollen oder nicht. Und ihr könntet ihnen bestimmt weiterhelfen mit eurer Meinung. Natürlich spoilerfrei. Und ansonsten, wenn ihr eine Rezension geschrieben habt, könnt ihr die zum Beispiel auch in den Kommentaren reinposten. Das sollte, glaube ich, gehen. Denke ich. Oder ihr schreibt Teil 1 und Teil 2 rein, wenn es zu lang ist, wie auch immer. Oder ihr verlinkt einfach den Blogpost, wenn ihr das könnt. Ich weiß nicht genau, ob man einen Link schicken kann. Wenn ihr eine Videorezension gemacht habt, sagt mir das, beziehungsweise schreibt es rein hier. Ich habe eine Videorezension auf meinem Kanal. Dann kann man da ja vorbeigucken und im Suchfenster suchen, Rat der neuen Rezension. Findet man dann, kann man sich angucken. Es wäre auf jeden Fall sehr, sehr interessant, weil ich wirklich wissen will, wer dieses Buch gut fand, warum und wer es wirklich grottenschlecht fand und warum. Weil ich bin ja wirklich so zwischendrin und ein bisschen zwiegespalten. Genau, deswegen wäre das ganz, 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 ganz lieb, wenn ihr das machen würdet. Und ansonsten schaut in die Infobox. Wie gesagt, das sind meine ganzen Social Medias und meine anderen 2 Kanäle. Und ihr würdet mir riesig, riesig helfen, wenn ihr dieses Video liked und vielleicht auch teilt, falls ihr da Bock drauf habt. Wenn nicht, dann nicht. Weil der Kanal ist ja noch sehr neu und er kann jede Unterstützung gebrauchen. Von daher wäre super lieb von euch. Ihr müsst es natürlich nicht, aber es wäre lieb.
So, und nun verabschiede ich mich auch von euch. Ich bin gespannt auf eure Kommentare. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Bye. Alter, Kamera, krieg dich hier mal wieder, bitte. Danke. Rate 9 ist nun ihre neue Dilogie, also... Und Rate 9... Rate 9...